Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! Gut, Situation ist wie folgt. Wir schreiben den 12. Juli 1941 um 22.10 Uhr und ich hatte ja eigentlich in der letzten Folge noch den Plan gefasst, mal hier hochzuschippern zu diesem Schnellreisepunkt Nordatlantik, aber dann ist mir eingefallen, nee, eigentlich wollten wir ja nochmal einen Abstecher nach Gibraltar machen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir sind schon relativ nah dran. Und ich würde vielleicht erstmal hier so hinschippern, wo wir noch genügend Platz haben zum Manövrieren. Dort werden wir dann auch mal die Tiefe messen und dann überlegen wir uns mal, wie nah wir da dran gehen. Also ich weiß halt auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe grundsätzlich jetzt mal alle schlafen gelegt, damit sich alle wirklich maximal erholen können. Wovon man, denke ich mal, mit absoluter Sicherheit ausgehen kann, ist, dass dort einiges los sein wird hinsichtlich Bewachung, Kriegsschiffe, feindliche Kriegsschiffe und so weiter. Und das basiert nicht nur auf dem Film Das Boot, sondern, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe mir auch dieses Buch gekauft, Realität und Mythos U96. Im Film, da schmeißt der Buchheim ja einige Sachen also einfach in eine Feindfahrt, die passiert sind. Also diese ganzen Sachen, die man im Film zu sehen bekommt, das ist schon alles so oder so ähnlich passiert. Aber halt alles nicht auf einer Feindfahrt. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Gibraltar schon ein sehr, sehr fieses Nadelöhr war und dieser Spruch mit, da müssen wir unseren Kahn mit Vaseline einschmieren, wenn wir da durch wollen. Das ist irgendwie eine Jungfrau, beste Chancen zum Absaufen und so weiter. Das ist schon, das kommt nicht von ungefähr. Flugzeuge bereiten mir natürlich auch ziemlich große Sorge. Ich hoffe mal, dass dieses Funkmessgerät da einen guten Dienst leistet. Wobei mir das aktuell gar nicht angezeigt wird. Müssen wir da eigentlich jemanden vielleicht an den... Ah, natürlich, Akustik und Radar steht hier, alles klar. So, jetzt sehen wir auch hier den Radius von dem Funkmessgerät, sehr gut. Ist halt eine Art Frühwarnsystem für die, die es nicht kennen, damit wir einfach rechtzeitig tauchen können, wenn ein Flugzeug in unsere Reichweite kommt. Und meines Wissens müssten die hier, ja, da sieht man es ja schon, Royal Air Force, Gibraltar, also die haben auf jeden Fall ein Flugfeld hier. 6.44 Uhr. Also die Sonne geht gerade auf sozusagen. Wir haben es Vormittag. Es ist bedeckt. Das ist natürlich schon mal nicht so verkehrt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Nicht die allerbesten Flugverhältnisse. Das ist natürlich super für uns. Also wir schippern da mal schön in Richtung Gibraltar und checken einfach nochmal kurz das Boot durch, ob es dann irgendwas zu tun gibt. Druckluft muss ich unbedingt kontrollieren. Also Pressluftreserven. Können mal wieder weißes Licht anmachen. Kombüse checken, das müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Vielleicht mal kurz durchlenzen. Ja, kann man machen. Umschalten auf weißes Licht. Kurz bei der Besatzung blicken lassen hier. Die sehen alle ganz entspannt aus. Mal kurz rein. Täuschkörper haben wir für alle Fälle natürlich auch dabei. Ersatzteile haben wir noch dabei. Also da ist auch, glaube ich, nur ein Ersatzteil für drauf gegangen. Das kleine Fauxpas in der letzten Folge. Da können wir auch mal was reinpacken. Exotische Früchte für die Moral. Und dann haben wir immer noch 100 Fleischkonserven übrig, wenn sie das hier weggefuttert haben. Also das passt schon. Ventilation, sollen wir da vielleicht... Ne, das machen wir nur bei Bedarf, dass wir hier die Kaliumabsorber reinpacken. Also das passt schon. Alles soweit gut. Na, Johann. Was sagen die Diesel? Auf die Diesel können sie eher verlassen hier, Kalorien. Druckluft. Vollständig befüllt. Ausgezeichnet. Naja, gut. Ich denke mal, dann sind wir einigermaßen vorbereitet für einen kleinen Abstecher nach Gibraltar. Was soll schon schief gehen? Frage Tiefe. 125 plus. Passt. Okay. Nochmal speichern vielleicht. Und dann wagen wir einen Blick.
ist gleich schon wieder ein kompletter Tag vergangen. Morgen, Männer. Morgen, Oberleutnant. Schauen wir mal, wie die Wetterverhältnisse jetzt sind. Also Sicht ist deutlich besser geworden, sehe ich das richtig? Ja, okay, sehr, sehr gute Flugverhältnisse. Das natürlich könnte unangenehm werden. Aber ich meine, sie rechnen ja nicht mit uns. Schauen wir mal. Wenn wir ganz viel Glück haben, fährt uns noch irgendwas vor die Rohre. Also ich will es jetzt natürlich nicht drauf ankommen lassen. Ich nehme auch mal an, dass hier irgendwelche Sicherungsgeschichten sind. Minenfelder und sowas. Um da wirklich reinzugehen, würde ich darauf warten, bis mir tatsächlich diese Mission angeboten wird. Und dann kann ich ja möglicherweise in dem Forschungsdingens auch noch schauen und erforschen lassen, wo sich genau hier die Sicherungsanlagen befinden. Also Stichwort Minenfelder und sowas. Ich würde jetzt nicht direkt in die Meeresenge reinfahren. Nur einfach mal hier so hin. Einfach um mal dort gewesen zu sein. Das wollte ich schon seit langer Zeit mal machen. Mich wundert, dass wir noch gar keinen Kontakt haben, aber wir sollten vielleicht auch mal langsam... Wir gehen mal auf Tauchstation und werden mal eine Runde rundhorchen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ist auch schon wieder mitten in der Nacht mittlerweile, sehr gut. Relativ neblig kann das sein. Sichtweite ist nicht allzu hoch. Na gut. Wir gehen mal auf Tauchstation. Auf Seerohrtiefe gehen! Einsteigen, Männer. Zentrale direkt auf Rotlicht umschalten. Man kann das auch nicht individuell schalten, ne, die Beleuchtung. Das wäre auch noch ein nettes Feature. Wenn man sich zum Beispiel den Film aufmerksam anschaut, dann wird, glaube ich, auch nicht das komplette Boot auf Rot geschalten, sondern eben nur die Zentrale beispielsweise. So, schauen wir mal, ob wir was zu hören bekommen hier. Wechseln auf E-Motor. Und einmal abtauchen. Hin. So. Okay, die Tiefe wollte ich gerade nochmal checken. Kein blassen Schimmer, wie tief es hier ist. Wer hat denn gerade im Moment Zeit? Herr Kaloi. Also, können wir uns schnell mal schnappen hier. Posten verlassen. Kurs bestimmen, glaube ich, bringt unter Wasser sowieso nichts. Also eigentlich können wir auch gerade mal an der Stelle den Kreiselkompass ausschalten. Und ich würde auch sagen, alle Maschinen gerade mal an der Stelle stopp. Damit unser Horchposten einfach ein bisschen besser hören kann. Tiefe. 125 plus. Okay, ausgezeichnet. Wir haben also Platz nach unten. So, wie sieht's aus? Keine Peilung? Nichts. Gar nichts. Naja. Also Östermann, muss man dazu sagen, er ist ein erfahrener Mann mittlerweile. Der ist seit Anfang an dabei. Wenn er nichts hört, dann hört keiner was. Keine Kontakte. Sollen wir noch ein bisschen getaucht bleiben? Er kann sich dabei auch wieder schlafen legen. Macht keinen Sinn, dass der hier rumlungert. Hagenau kriegt auch eine Ruhepause. Ich will halt nicht zu nah dran. Also irgendwo wird es hier ja wahrscheinlich auch ziemlich flach werden. Außerdem haben wir es eh schon wieder früh am Morgen. Ich glaube, wir sollten jetzt auch in der Situation hier nicht auftauchen, um kurz vor 9. Kapitän? Das wäre, glaube ich, denkbar ungünstig. Wir können das Licht aber wieder umschalten, das macht auch keinen Sinn. Wer hat gerade Zeit? Herr Kaloi. Bitte einmal auf Weiß umschalten.
Vielen Dank, kannst wieder schlafen gehen. Ja, der soll echt, der gerade soll sich gerne noch ein bisschen ausruhen. Halt, das war der falsche. So nah brauchen wir natürlich schon. Wieso will der jetzt nicht an so nah gehen? Na gut, dann schicken wir ihn, oder? Zu Befehl. Ja, er ist sowieso ziemlich erschöpft hier. Und ihn... den schicken wir nochmal in die Koje. Schneller, schneller! Erstaunlich, keine Kontakte. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Okay. Ei, ei, Herr Kaloy. Naja, gut. Also wie gesagt, ich will da eigentlich nicht reinschippern. Ich bin gerade extrem unentschlossen. Herr Kaloy? Ich meine, einerseits sind wir halt schon da. Andererseits kann das hier auch wirklich absoluter Selbstmord sein. Und das... da bin ich mir fast sicher, das sind Kriegsschiffe. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Kleine Fahrt. Wir schauen nur mal, wie die Bewegungen so sind. Okay, der kommt direkt auf uns zu. Alle Maschinen stoppt. Wir warten einfach mal einen Moment. Wir schauen mal, mit wem wir es hier zu tun haben. 1 bis 3 kann alles Mögliche sein. Einzelfahrer würde ich tatsächlich auf ein Kriegsschiff tippen. Oder irgendein lebensmüdes U-Boot. Also es scheint mir jetzt keine Patrouille zu sein, auf den ersten Blick. Ja, das könnten tatsächlich Handelsschiffe sein. Und hier welche rausballern... wäre schon irgendwie cool. Schneller, schneller! Jetzt haben sie den Kurs geändert. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, das ist doch eine Patrouille. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Könnten halt also hier in dem Küstenbereich auch einfach Schnellboote sein, wenn wir ganz viel Pech haben. Wir schauen mal. Wir gehen noch ein bisschen näher dran. Jetzt haben wir die Peilung eh wieder verloren. Aber die werden wir gleich wieder kriegen. Und ich habe natürlich auch Sorge vor Minenfeldern oder solchen Geschichten oder U-Boot-Netz. Feindliche Flugzeuge auf. Flugzeug, scheiße. Alarm! Auf Gefechtsstation! Aber die dürften uns nicht gesehen haben. Wir bleiben auf Periskoptiefe. Ja, das ist natürlich schon ungünstig mit dem Seerohr. Da kann man schön noch die Küste erkennen. Kriegen wir die Flieger vielleicht sogar zu sehen? Wir müssten doch eigentlich hier irgendwo sein. Oder? Ah, sind schon weit vor uns. Weit vor uns. Also ich glaube, die haben nichts mitbekommen. Also auftauchen ist definitiv keine Option. So viel kann man schon mal sagen. Abtauchen. Ich muss unbedingt nochmal die Tiefe kontrollieren. Fatal wäre natürlich jetzt, wenn sie uns entdecken. Und wir können nicht nach unten weg. Immer noch über 125, okay. Fühle ich mich noch einigermaßen komfortabel? Bin ich noch in der Komfortzone? Wir sollten ein bisschen durchlüften. Krass, wir haben mehr Sicht als Hydrophon. Okay, Östermann geht jetzt aber wieder hier ans Hydrophon. Der ist einfach erfahrener, der kann das besser. Und er ist auch schon total erschöpft. Dann dürfte auch die Hydrophonreichweite wieder hochgehen, genau. Vielleicht mal kurz stoppen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, da haben wir wieder einen Kontakt, aber das ist da drüben. 2 bis 4, das ist auf jeden Fall irgendeine andere Gruppe. Und was blinkt hier? Das sind die Flugzeuge. Also diese kleine Gruppe 1 bis 3... die waren ja genau auf so einem Kurs, auf uns zu. Aber es kann natürlich schon sein, dass es einfach doch irgendwie Schnellboote waren, die hier so eine Art Patrouille fahren und dass die jetzt wieder abgedreht sind. Wir gehen noch ein bisschen näher dran. Aber dann ist auch gut. Da kommen die Flugzeuge auch wieder. Also ich glaube, es ist hier eh schon ein Spiel mit dem Feuer.
Herr Kaloy. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir diese kleine Gruppe einfach nicht mehr zu Gesicht bekommen. Östermann kriegt ein bisschen Verstärkung. Das wäre auch zu schön gewesen. Okay, Leute, aber ich befürchte fast, das führt hier zu nichts. Das sind mit Sicherheit ist das einfach so eine kleine Küstenpatrouille. Die sind so nah an der Küste. Plus die Flugzeuge. Das ist einfach nicht gut hier. Ich denke, wir drehen wieder um. Das macht ja alles keinen Sinn hier. Da gibt es aktuell nichts zu holen für uns. Naja, dann grobe Kurssetzung erstmal hier raus und dann vielleicht nochmal so in die bewährten Jagdgründe hier oben in dem Bereich. Weil ich will natürlich noch ein bisschen was mitnehmen hier auf dem Heimweg. So, das könnten wir jetzt funken, aber das ist, glaube ich, ein bisschen selbstmörderisch. So, die fliegen allerdings auch echt bedrohlich auf uns zu. Seerohr einfahren. Schrauben, Herr Kaloy. Also wenn das da drüben kein Kriegsschiff ist, dann weiß ich auch nicht, wo die kommen, aber direkt auf uns zu. Kann das sein? Oder ist das ein reiner Zufall hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das ist reiner Zufall. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Alles gut. Nicht zu erkennen. Nicht zu erkennen, die Brüder. Oh, ho, ho, ho. Seht ihr das? Man sieht schon so ein bisschen durchschimmern, unsere Kiste hier. Unseren Kahn. Also da ein geschultes Auge und aufmerksamer Blick könnte tatsächlich fatale Folgen haben. Nee, nee, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das bringt alles nichts. Wir schippern hier wieder raus. Sobald es dunkel ist, können wir auch wieder auftauchen. Wir bleiben erstmal getaucht. Sehen zu, dass wir hier rauskommen. Sollen wir das jetzt mal funken? Das ist irgendwie schon reizvoll, aber ich lasse es bleiben. Er darf wieder schlafen gehen. Kapitän. Er geht wieder ans Horchgerät. Schlechte Luftqualität, wir brauchen Ventilation. Ja, alles gut. Die haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Das sage ich euch. Keinen blassen Schimmer haben die. So, Fortbewegungsmodus, offene See. Können wir wieder ein bisschen Gas geben. Moment mal. Moment mal. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's doch nochmal interessant, Freunde. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Batteriekapazität 48%, nicht ganz ideal. Ein Frachter. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ein Frachter. Ja, na schön. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr gut. Besser könnte es ja gar nicht laufen. Wie an einer Kette aufgereiht hier die drei Kollegen. Wir stoppen. Das Seerohr müssen wir natürlich wieder ausfahren. Shit. Einfahren. Ich würde es gerne ausfahren. Macht er das jetzt? Schon, oder? Ist gerade wieder ausgefahren. Sehe ich das richtig? Da ist der Stängel. Sehr gut.
spät haben wir es? Das müsste doch jetzt kurz vor Sonnenuntergang sein, oder? 19:31. Ich verkneife mir das mit dem Funken, glaube ich, nochmal einen Moment. Und wir sammeln Informationen. Bisschen näher dran. Kann der Horchposten schon ein bisschen was peilen hier vielleicht? Dauert halt sehr lang, ne? Bis der Torpedolösungen ermittelt. So, jetzt mal schön langsam. Der Alte müsste gleich Sicht bekommen. Und der Alte braucht, glaube ich, einen Kaffee, oder? Ach, der hat sich hier schon schlafen gelegt. Das alte Spiel. Aber Hagenau ist fit. Hagenau kann ans Angriffsperiskop gehen. Kann der auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln hier, der Kollege. So, Hagenau. Tu was für dein Sold. Torpedokurs berechnen. Also wenn das mit den Torpedolösungen ein bisschen schneller gehen würde, Kapitän. Dann wären wir jetzt schon in der perfekten Angriffsposition. Aber ich denke, wir müssen dann nochmal ein bisschen mit den Kollegen mitfahren. So, er hat sich auch wieder schlafen gelegt. Das heißt, er muss jetzt weitermachen. Er hat auch einen Seemann zusätzlich mit dabei. Er hat einen Seemann zusätzlich mit dabei. Den können wir wegnehmen. Schlechte Luftqualität, Ventilation anmachen. Wir sind halt jetzt auch echt schon lange unter Wasser. Ist natürlich nicht ganz günstig. Aber auch wenn die Ventilation nichts mehr bringt, können wir immer noch mit Kaliumabsorbern arbeiten. Wir gehen auf kleine Fahrt und fahren hier mal so ein bisschen mit. Während die Torpedolösungen ermittelt werden. Empire Long, Empire Longford. Das ist, glaube ich, ein relativ kleiner, dieser NAL. Die anderen könnten ein bisschen größer sein. Torpedo ausrichten. Könnte sich lohnen. Herr Kaloy. Torpedokurs berechnen. Na, dann rechnet mal schön, Männer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das geht, funktioniert sehr zufriedenstellend hier. Dann gehen wir auf den. Sehr gut, Männer, sehr gut. Kapitän. Torpedokurs berechnen. Hier sind wir schon bei über 90. Torpedo ausrichten. Hier sind wir fast bei 100. Herr Kaloy. Ja, wir sind gleich schussbereit. Circa so. Und dann werden wir uns das Ganze natürlich auch nochmal durchs Seerohr anschauen. Hier die ganze Geschichte. Was haben wir denn hier so alles? Naja, nicht die übermäßig großen Frachter, aber das passt schon. Und ich würde mal behaupten, das ist auf jeden Fall Kriegsgerät, was sie hier an Bord haben. Lohnt sich also in jedem Fall. Keine Bewaffnung, Empire Law. Irgendwelche Baumaterialien scheinen hier noch mit dabei zu sein. Rettungsboote, die werden sie brauchen. Empire Longford. Ich glaube, es ist auch zweimal dasselbe Schiffsmodell, wenn ich das richtig sehe. Und auch hier ordentlich Baumaterialien mit dabei. Einiges an Fahrzeugen an Bord. Und wo ist der dritte im Bunde? Da hinten. Ah, der ist halt ein bisschen kleiner, ne? Aber muss trotzdem dran glauben. Schön. Passt schon. Nehmen wir alles mit. Schneller, schneller. Große Fahrt voraus. Und wir begeben uns in eine vernünftige Schussposition. Niedrige Disziplin. Ja, soll mir recht sein. Ganz ehrlich, soll mir recht sein. Damit sich mal wieder die Spreu vom Weizen trennt. Ich habe eh noch keinen einzigen Seewolf an Bord. Einer hat sich mal irgendwann als Feigling entpuppt. Den habe ich rausgeschmissen. Und durch einen Neuzugang ersetzt. So. Dann einmal hart Steuerbord. Anlauf beginnt. Wechseln auf kleine Fahrt. Beziehungsweise, was haben wir denn hier für eine Distanz? Sind eh schon auf einen knappen Kilometer dran. 100%, 100%, 95%. Wir schießen praktisch von hinten nach vorne. Er zuerst, dann er, dann er.
glaube ich, ein ganz guter Plan. Wir bleiben auf kleiner Fahrt. Sollte das Boot schön stabil halten. Torpedos sind hoffentlich vorgewärmt. Kapitän? Sonst kotze ich jetzt in die verbesserte Toilette. Alles gut, wunderbar. 4x T3 vorgewärmt, einsatzbereit. Können wir sonst noch irgendwas verbessern? Aber ich denke mal, das ist schon ziemlich optimal. Problem ist halt also in dem Fall, ich würde wirklich davon absehen, aufzutauchen, wenn wir die jetzt nicht versenkt kriegen mit den Torpedos. Hier aufzutauchen ist in meinen Augen ziemlich selbstmörderisch. Also, beginnen wir. Hagenau, Empire Lad. 97% Torpedolösung, das muss reichen. Rohr 1 bewässern. Geschwindigkeit 56, Tiefe 2. Rohr 1. Los. So, der nächste im Bunde. Empire Longford. Rohr 2 Bewässerung. Bewässern. Mündungsklappen öffnen. Das wäre auch noch ein schönes Feature. Rohr 2 fertig. Rohr 2 los. Und der dritte im Bunde. Empire Law. Rohr 3 bewässern. Geschwindigkeit und Tiefe wie gehabt. Rohr 3, Feuererlaubnis. Los! So, drei Aale im Wasser. Könnte natürlich hier auch zu dezenten Fehlern kommen. Kann das sein, dass die jetzt gerade den Kurs ändern? Entdeckt haben sie mich nicht. Aber ich habe das Gefühl, die drehen gerade so ein bisschen nach Steuerbord ab. Das kann natürlich gut sein, wenn die so einen Kurs hier fahren. Das wäre jetzt natürlich maximal ungünstig. Herr Kaloy. Schauen wir mal. Da ist der Aal. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Interessante Perspektive übrigens. 2 Meter unter der Wasseroberfläche, Geschwindigkeit 56 km/h. Also der sollte ja theoretisch als erstes treffen. Oder... Oh nee, doch nicht. Moment. Empire Law. Kamera. Bitte triff. Sonst jagen wir direkt den nächsten hinterher. Ich will die versenken. Ausgezeichnet. Numero uno. Dann wird der wahrscheinlich als nächstes einschlagen hier, oder? Empire Longford. Volltreffer. Der war nicht schlecht. Man hätte mit der Tiefe vielleicht noch ein bisschen runtergehen können. Aber ich habe halt immer noch Bedenken, weil das war ja lange Zeit einfach, oder ist vielleicht immer noch einigermaßen verbuggt. Eigentlich sollte man natürlich deutlich tiefer gehen. Und die haben ja auch einen guten Tiefgang. Die sind alle voll beladen hier. 3 bis 4 Meter vielleicht. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Aber das ging schon zu oft in die Hose. So, komm schon. Das dauert mir ein bisschen zu lang hier. 2 von 3. Ich meine, er ist das unattraktivste Ziel, aber die müssen schon alle weg hier. Schauen wir mal. Der ging daneben. Treffer. Scheiße. Feuer an Deck. Das wird natürlich jetzt schwierig. Der fängt jetzt an zu zacken und die Flieger werden auch nicht lange auf sich warten lassen. Wir haben nicht viel Zeit, bis wir tauchen müssen. Sind die beide schon abgesoffen jetzt hier? Ich meine, das wären die wichtigsten Ziele hier aus dem kleinen Verband. Er ist abgesoffen. Er da hinten hat Glück gehabt und ich würde mal sagen, der macht es auch nicht mehr lang, oder? Der geht auch runter. Oder braucht er noch einen Fangschuss? Steht ordentlich in Flammen, hat er schon Rettungsboote zu Wasser gelassen. Macht nicht den Eindruck. Hat der wirklich noch Hoffnung? Ich meine, der hat schon ordentlich Tiefgang. Der geht runter, oder? Der soll.
Okay, so viel dazu. Die Frage habe ich mir gerade selbst beantwortet. Den letzten halt jetzt zu treffen mit einem Torpedo wird schon verdammt schwierig. Die 2 Kilometer Entfernung, der fängt jetzt an zu zacken. Dann werden gleich die Flieger dazukommen. Aber wir können es natürlich versuchen. Ein Versuch ist es wert. Auftauchen auf gar keinen Fall. Schön nah dran gehen. Ich denke, dann sind die Chancen am höchsten. Bisschen schneller das Ganze. Ja, könnte schon funktionieren. Der gibt ordentlich Gas, seht ihr das? Bin jetzt schon auf halber Fahrt. Oh, wir müssen natürlich auch... Okay, Sauerstoff ist nicht das Thema, aber Batteriekapazität. Das kann richtig schwierig werden. Ventilation ist auch noch an. Scheiße. Okay. Kurz innehalten. Wir brauchen auf jeden Fall... Was mache ich denn hier eigentlich? So. Wir brauchen... Kapitän? Mal einen, der hier die Ventilation mit Absorbern bestückt. Das dauert mir zu lang. Zu Befehl. So. Mach hier mal auf. Zu Befehl. Öffnen. Und aus dem Hauptlager. 40 Stück brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber ich packe hier schon mal 10 Stück rein. So. Dann kann man mich da bei Bedarf noch mal ein bisschen was rausholen. Ah. Der zackt nicht mal, kann das sein? Kann das sein, dass der nicht zackt? Der zackt nicht, der fährt einfach stur weiter. Dann kriegt er jetzt einen Aal spendiert. Empire lädt. Rot 2 bewässern. Geschwindigkeit, Tiefe wie gehabt. Torpedo ist vorgewärmt. Rohr 2, Feuererlaubnis. Wieso zackt er nicht? Ja, der trifft schon. Schnell die Ventilation wieder anmachen und dann auch nichts wie weg hier. Das muss jetzt schnell gehen. Mich wundert sowieso, dass noch kein Flugzeug aufgetaucht ist. Ich habe ja praktisch vor ihren Augen, habe ich denen jetzt 2 Schiffe weggeballert und der nächste wird, also der dritte wird auch gleich absaufen. Bin ich mir doch ziemlich sicher, dass das ein Volltreffer wird hier. Ja, wird doch noch relativ spannend hier vor Gibraltar, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir treffen den Rückmarsch an. Volltreffer. Also das wird ja nicht überleben. Okay, bricht direkt auseinander und sollte ab. Na schön. Da schauen wir uns noch an und dann ab durch die Mitte. Bloß weg hier. Sehr gut. Okay. Treffer! Feuer an Deck! Kurs setzen. Und Batteriekapazität schön im Blick behalten. Ventilation lassen wir noch einen kleinen Moment laufen, aber nicht zu viel. Das verbraucht mir einfach zu viel. Machen wir aus. Gehen runter auf langsame Fahrt. Und vielleicht mal speichern. Hui. Herr Kaloy. So, wie sieht's im Boot aus? Rotlicht lasse ich jetzt mal weg. Das würde mich gerade noch interessieren. 1,2 passt. Futter haben sie genug. Ah, so weit, so gut. Na gut. Dann machen wir uns aus dem Staub. Also schön, die Batteriekapazität zwingt uns langsam aber sicher aufzutauchen und ich glaube, jetzt wäre vielleicht sogar ein ganz guter Zeitpunkt. Zumindest ist es relativ dunkel draußen und wir müssen jetzt einfach mal langsam hoch. Das wird mir alles zu heikel. Das ist jetzt natürlich schon gefährlich wegen Flugzeugen, muss ich ja glaube ich nicht extra erwähnen, aber wir gehen trotzdem hoch. Auftauchen.
mal gut durchlüften und dann gehen wir auch auf AK, damit die Batterien möglichst schnell geladen werden. Boot mal schön durchlüften. Was macht die Besatzung? Den Hagenau können wir auch schlafen legen, beziehungsweise der darf mal wieder den Kurs bestimmen. Der Alte geht... was macht er denn? Der geht auf die Brücke. Und dann hoffen wir mal, dass das hier gut geht. Wir setzen Kurs einfach nur weg hier. Dann müssen wir wahrscheinlich hier mal wieder ein bisschen für Luftdruck sorgen. Kreiselkompass machen wir auch wieder an. So, Boot ist aufgetaucht. Ich hoffe mal, das geht gut. Ajon, tu gut die frische Luft, was? Na. Ich hoffe mal, das geht gut. So, natürlich, wir brauchen auch noch, der kann gleich wieder aufstehen, beziehungsweise ihn brauchen wir nicht im Funkraum, der darf hier in das Radargerät gehen. Okay. Das passt schon so. Wird schon schief gehen. Wir gehen auf jeden Fall auf große Fahrt, damit die Batterien einfach möglichst schnell geladen werden. Das ist ja, glaube ich, drehzahlabhängig. Und dann wird er schon. Also, weg hier. Sehr gut. Also das Funkmessgerät, die Reichweite ist schon nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? 25 Kilometer. 24 bis 25. Also wenn der wirklich jedes Flugzeug hier anpeilen kann, dann ist das schon ziemlich gut. Wobei ich mir auch nicht hundertprozentig sicher bin, wie das Ding funktioniert. Also wahrscheinlich kann der nur Flugzeuge orten, die selbst ein Radargerät an Bord haben. Aber damit ist ja schon mal viel geholfen. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Okay. Generalkurs auf jeden Fall erstmal hier hoch. Dann müssen wir auch mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Aale wir noch an Bord haben. Ich glaube, wir haben 4, 5, 6 verballert. Proviant müssen wir auch gleich nochmal checken. Fünf noch. Und zwei hinten. Mhm. Kann man also noch ein bisschen was veranstalten hier. Was sagt das Proviant? Was sagt man der Proviant? Geht auch noch. 19 Tage. Schon in Ordnung. Da darf mal kurz der Kollege Wächter hier, beziehungsweise er darf mal kurz vorbeikommen. Den brauchen wir auch gerade nicht hier am Funkgerät. Dann kümmern wir uns hier gerade nochmal um die Essenssituation. Kombüse. Ja. Das sind dann schon so die letzten Reserven, die wir hier reinpacken. So, was sagt die Moral? Alles gut. Hat sich jetzt eigentlich irgendjemand als irgendwas entpuppt? See, Wolf oder Feigling? Würde ja normalerweise angezeigt werden. Aber ich sehe, also das ist wirklich seltsam. Also das war am Anfang, ging das halt super schnell. Ich denke mal, die haben da irgendwas verändert. Mit irgendeinem der letzten Patches, dass das vielleicht nicht mehr so schnell geht. Aber ich hatte sofort nach den ersten paar Feindfahrten schon 3, 4, 5 Feiglinge und 3, 4, 5 Seebären an Bord. Also das mit der Charakterbildung, das ging halt super schnell am Anfang. Das scheint jetzt irgendwie langsamer geworden zu sein, habe ich den Eindruck. Passiert nicht mehr in der Häufigkeit. Und wir hatten ja durchaus schon ein paar wirklich brenzlige Situationen. Also ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, will schon also eine Richtigkeit haben. So, Schnellreisemodus. Was sagt eigentlich der Kraftstoff? 59, alles gut. Dann schauen wir mal, ob uns auf dem Rückweg noch ein bisschen was vor die Rohre fährt. Erfahrungsgemäß irgendwo hier drüben. Da laufen ja die ganzen Konvoirouten durch. Vielleicht können wir noch ein bisschen was rausballern. Zu Befehl. 7 Aale in der Theorie haben wir noch. 5 vorne, 2 hinten. Also Schnellreisemodus ist aber wirklich schneller geworden, oder? Ja gut, wir sind natürlich jetzt auch wirklich flott unterwegs. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt auch nicht mehr so auf den Kraftstoff achten. Wir können auf jeden Fall mit langsamer bis halben Fahrt unterwegs sein. Vielleicht mal speichern.
Und wenn wir jetzt eh schon hier so in dem Gebiet sind, dann werden wir auch gleich mal kurz rundhorchen. Hat sich auch bewährt. Circa hier. Und dann gehen wir mal auf Tauschstation. Und hören uns mal um. Was hier so geboten sein mag. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Sinn macht, tiefer zu gehen. Ob man dann weiter hört. Schwer zu sagen. Wir gehen mal auf 30 Meter. Weil ich habe schon irgendwie so im Gefühl, dass man weiter unten vielleicht ein bisschen weiter hört. Aber es ist aber ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Vielleicht aber auch nicht, weil es sind ja verschiedene Wasserschichten auch. Und ich glaube, mit zunehmender Tiefe wird dann wahrscheinlich auch der Schall nicht so weit wandern möglicherweise. Oder er wandert sogar weiter. Da bin ich zu schlecht informiert. Aber auch 30 Meter haben sich einfach bewährt. Das sind Erfahrungswerte. Wechseln auf E-Motor. So, er schläft. Er ist nicht mehr ganz so fit. Bisschen ungünstig. Er darf sich auch mal schlafen legen. Boot taucht ab. Gut. Nein. So. Also. Alle Maschinen stopp, damit der gute Mann auch ein bisschen was... bisschen besser hören kann. Kreiselkompass aus, möglichst viel Ruhe im Boot. Dann schauen wir mal, ob sich was auftut. Schiffsschrauben, Herr Kalle. Seht ihr, geht schon los. Einzelfahrer könnte natürlich ein eigenes U-Boot sein. Ist oft der Fall hier in der Gegend. Würde ich sogar fast drauf wetten. Aber wir können natürlich mal schauen. Kurs auf diese Koordinaten. Kleine Fahrt und wir schippen mal so ein bisschen in diese Richtung hier. Naja gut, Einzelfahrer, den lassen wir da hinschippern. Das wird wahrscheinlich tatsächlich ein U-Boot sein. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Schneller. Erstaunlich wenig los. Also ich hatte schon Fälle, da ist das hier wirklich so richtig aufgeploppt. Zack, 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 zack. 3, 4, 5 kleinere Gruppen. Ich weiß auch nicht. Sollen wir uns die mal ansehen? Kann auch ein Einzelfahrer sein. Frachter meine ich. Muss kein U-Boot sein. Aber die Erfahrung zeigt, das sind meistens U-Boote. Na gut, wir schauen mal. Auftauchen. Dann schauen wir mal, mit wem wir es da zu tun haben. Und wenn es tatsächlich ein U-Boot ist, dann suchen wir uns nochmal ein anderes nettes kleines Fleckchen, wo wir nochmal rundhorchen. Und die Batterien waren eh noch nicht vollständig geladen wahrscheinlich, ne? Da müssen wir jetzt auch drauf achten. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen länger über Wasser bleiben. So. Ja, Sichtverhältnisse sind natürlich übel. Das sollten wir mal hier als kleines Bildchen einfangen. Mit Spacebar könnt ihr das Spiel anhalten. Mit U könnt ihr die ganze Oberfläche ausschalten. Mit N wie Nordpol geht ihr in die freie Kamera. Finde ich ziemlich cool für Screenshots. Also da kann man schon echt nette Bilder anfertigen. Könnte man sich ins Wohnzimmer hängen, wenn man den Bock drauf hat. So, weiter geht's. Also, schauen wir mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir fahren da mal hinterher. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und müssen eigentlich schon wieder runter, um rund zu horchen. Ja gut, ist aber auch kein schlechter Spot hier, um genau das zu tun. Wir gehen nochmal auf Seerohrtiefe. Batteriekapazität ist wieder bei 100%. Diesel wird langsam so ein bisschen problematisch, aber ich bin jetzt natürlich auch die ganze Zeit ziemlich schnell durch die Gegend geschippert. Scheiß Hose werden wir schon noch kommen, ohne segeln zu müssen. Scheiß Gangfahrt. Also, nochmal runter. Zu Hause erfahren die nicht mal, wo wir überhaupt rumkommen.
keine Post, keine Verbindungen, nichts. Ja, wenn wir absaugen, gibt's eine Verlustmeldung. Nach Monaten. So, der dürfte ja ziemlich fix einen Kontakt bekommen. Transportschiff entdeckt. Ach, ist doch ein Einzelfahrer? Sieh mal einer an! Ich hätte mich fast wetten getraut, dass das ein deutsches U-Boot ist. Aber natürlich umso besser. Kommandant ist schon am Angriffsperiskop. Sichtweite ist natürlich praktisch null. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Also wenn das eh ein Einzelfahrer ist, ehrlich gesagt, können wir auch gleich aufgetaucht bleiben. Und den mit der Bordkanone klar machen. Macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Gehen wir wieder hoch. So, Luftreserven niedrig. Und hinterher. Ah, jetzt habe ich mir den Kurs nicht genau angesehen. Kriegen wir das noch irgendwie einigermaßen nachgestellt? Nicht ganz, aber dürfte schon so ungefähr in dem Bereich zwischen den beiden Linien liegen. Kurs setzen. Bisschen schneller bitte. Einmal auf halbe Fahrt. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Dann machen wir es mit der Bordkanone. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. So, ich würde ihn ungefähr hier vermuten. Ja, ich denke, wir müssen nochmal rundweichen. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob der vor mir ist oder hinter mir, also von daher müssen wir nochmal runter. Das hilft alles nix. Also, nochmal abtauchen. Hoch, runter, hoch, runter. Auf manchmal ist es echt mühsam. Manchmal ist es wirklich mühsam. Er ist auch schon wieder ziemlich ausgelaugt, der Kollege hier. Er erholt sich gerade. Ich muss auch dringend mal dafür sorgen, dass die also absolut nicht zur selben Zeit Schicht haben. Das müsste man ja auch in der Führung einstellen können, bei den Dienstplänen. Haargenau lassen wir mal, ja, wobei, den können wir jetzt auch nochmal kurz in die Kuhle schicken hier. So. Und wieder runter. So. Hinter uns, okay. Also eigentlich optimal. Ideal. Fast perfekt, würde ich sagen. Ja. Ist ja jetzt die Frage, sollen wir es tatsächlich mit dem Torpedo machen? Wir haben ja noch genügend Aale. Und ich finde, Torpedoangriffe machen halt auch tendenziell einfach ein bisschen mehr Spaß. Aber wird schwierig bei den Sichtverhältnissen. Den können wir ja kaum anpeilen. Also Kurs zu berechnen, der ist ja schon relativ nah dran, aber die Sichtverhältnisse geben halt nicht mehr her. Scheiße. Was haben wir denn hier bitte für eine Sichtweite? Das ist so wenig, glaube ich, war es noch nie, oder? Keine 200 Meter. Das ist krass. Dann müssen wir es mit der Bordkanone machen, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier einen Kurs berechnet bekommen. Wir können es versuchen. Über den Horcher, aber es dauert halt eine halbe Ewigkeit. Und wir sind sowieso viel zu nah dran, um zu schießen. Ach nee, da tun wir nicht lange rum. Auftauchen, Bordkanone, zack, zack. Und ab dafür. Hm, das darf diesmal der Kommandant, glaube ich, höchstpersönlich machen. Ja. Chefsache. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bisschen näher noch dran. Wechseln auf Dieselmotor. Alle Maschinen stoppen. Und ich denke mal, der wird uns direkt in die Linie fahren. So. Oh, einmal die müden Knochen aus der Koje hochdrücken. Wie spät haben wir es eigentlich? 21:39. Rotlicht wäre nicht so doof wahrscheinlich.
Und dann nehmen wir den Kollegen auch noch mit. So, Sichtkontakt. Schnell ab ins Deckgeschütz. Oh, das muss... Also für die Besatzung von so einem Frachter, du kommst aus irgendeiner fiesen Nebelwand raus und dann hast du auf einmal ein deutsches U-Boot direkt vor deiner Nase und du weißt, du kommst da einfach nicht mehr raus aus der Nummer. Keine schöne Vorstellung. So, wo ist er denn? Das ist Kollisionskurs, Freunde. Wobei, ich glaube, ich habe diese Kollisionen habe ich anfangs nicht angemacht. Und ich fürchte allerdings, das kann ich halt nachträglich nicht ändern. Was eigentlich ziemlich uncool ist, weil ich hätte das super gerne angemacht, aber ich hab schon mal versucht. Also möglicherweise wurde das inzwischen schon wieder korrigiert durch einen Patch, aber ich konnte das nachträglich nicht wieder einschalten. Ich hätte das natürlich super gerne dabei gehabt, aber... ist wohl nicht. So, wir fahren hier mal so schön nebenher. Leichte Panik auf dem Schiffchen. Ah, ist halt super schwer auszumachen. Da müssen wir super nah ran. Ach du Scheiße. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! So. Ah, okay, wunderbar, da ist er. Will ihm trotzdem nicht reinfahren. Legen Sie den Kurs an. Also ich hoffe, dass diese ganze diese Kollisionsgeschichte tatsächlich gerade nicht angeschalten ist. Auch wegen, also wie gesagt, das wäre mir schon lieber mit, aber... Ich fürchte, ich habe es halt versemmelt am Anfang. Kann das sein, dass wir zu nah dran sind? Eigentlich doch nicht, oder? Schwer zu sagen. So, ja, sorry für die ganze Zeit die Kartenansicht, aber das geht einfach jetzt bedeutend besser. Wie machen wir es denn? Ich würde gerne einfach so parallel kommen, so in etwa. Aber ich sehe ihn halt nicht. Boah, ist das schwierig. Der ist so nah dran und nichts zu sehen. Könnt ihr irgendwas erkennen? Ich sehe hier gar nichts. Scheiße. Also so wenig Sicht hatte ich wirklich noch nie. Der hat schon... Okay, das waren schon Treffer. Empire Lilliput. Der hat schon seine Rettungsboote zu Wasser gelassen. Der hat schon aufgegeben. Macht auch keine Fahrt mehr. So, dann machen wir das jetzt einfach so. Schön nah dran. Alle Maschinen stopp. Da ist er. Sieht schon gespenstisch aus. Ich habe doch hier auch noch die LG-Munition. Also der ist halt echt super schwer auszumachen. Und seht ihr das, was wir hier für einen Abstand haben? Also keine knapp 100 Meter halt, ne? Das ist schon erstaunlich. Wir gehen da nochmal... direkt dran. So, dass wir hier vielleicht zumindest die lange Seite sollte man ja ein bisschen besser erkennen können. So, jetzt aber. Sehr gut, okay, das passt. Einmal nachladen. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr nötig, der hängt schon so im Wasser. Wir helfen noch mal ein bisschen nach.
Na komm. Lass dich doch nicht so bitten. Sauf endlich ab. Na, war's das? Jetzt aber, oder? Ich meine, das Ding ist halt, den könnten wir jetzt auch einfach liegen lassen. Der wird schon irgendwann absaufen, aber die Versenkung zählt halt wirklich erst ab dem Moment, wo er wirklich absäuft. Was jetzt der Fall ist, ausgezeichnet. Gut, passt. Das wäre erledigt. Ja, und dann würde ich allerdings auch so langsam, aber sicher wird es mal Zeit, nach Hause zu kommen. Wir packen den Kommandanten auf die Brücke. Ach, scheiße, Schraubengeräusch, 2 bis 4. Wie viel Diesel haben wir noch? Ja, die Sichtverhältnisse sind halt so übel. Torpedoangriff. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ist praktisch aussichtslos. Also wahnsinnig viel Bordmunition haben wir jetzt auch nicht mehr übrig. Naja, wir gehen nochmal dran. Schneller, schneller! Wir gehen nochmal dran. Hagenau darf auf die Brücke, der Alte darf sich erholen. Wen können wir denn gerade entführen? Der Kollege kann eigentlich auch erstmal in die Koje, allerdings vorher bräuchte ich ihn nochmal ganz kurz. Wir müssen auch nochmal ganz kurz in der Kombüse vorbei, einfach um das nochmal durchzuchecken. Der Diesel wird reichen, um heimzukommen, das ist kein Problem. Aber verhungern wäre uncool. Ist ja nicht so, dass ich die Erfahrung nicht auch schon mal gesammelt hätte. Okay, alles kein Problem. Alles gut. Höchster Mann, Ruhepause. Empire Lilliput versenkt und dann schauen wir, dass wir uns die Brüder... Wir schauen uns zumindest an. Aber ich denke mal, also die Verhältnisse sind halt echt denkbar ungünstig. Die Sichtweite wird und wird nicht größer. Wir haben ja immer noch richtig dicke Suppe. Der hat gerade seinen Kurs geändert. Ich würde halt gern die letzten alle noch rausblasen. Da wird man beim BDU dann auch bei den Empfängen und so weiter schon immer ein bisschen schief angeschaut, wenn man alle mit nach Hause bringt. Gefällt mir nicht so gut. Habt ihr jetzt abgedreht, um hier zur Hilfe zu eilen? Kann das sein? Wir brauchen auf jeden Fall Druckluft. Frage Kraftstoff 44, passt. Und keine Hoffnung darauf, dass die Sichtverhältnisse in absehbarer Zeit besser werden. Es ist halt auch mitten in der Nacht. Und richtig dicke Suppe. Gut für die Tarnung, schlecht für den Torpedoangriff. Und eigentlich müssen wir auch schon wieder runter, um die Ziele anzupeilen. Ja, hilft alles nichts, wir müssen nochmal tauchen. Kleine Fahrt auf Seerohrtiefe gehen. Welcher von den Funkern ist fit? Das ist der hier. Der geht in den Horchraum, kriegt noch Verstärkung dazu. Hagenau ist am Angriffsperiskop. Schauen wir mal. Oder beziehungsweise hören wir mal. Wäre halt jetzt noch ein schöner Abschluss. Diese letzte kleine Gruppe noch mitnehmen, bevor es nach Hause geht. Meine Mission war okay. Wir haben mal Gibraltar gesehen, haben dreisterweise relativ nah vor Gibraltar mit Sichtweite der Küste ein paar Frachter rausgeballert. Haben unsere Missionsziele alle erfüllt. Das passt schon. Wie viel Zeit ist eigentlich vergangen? Das konnte man doch immer früher zumindest sehen. Aber ich glaube... Kann das sein, dass es hier gar nicht mehr angezeigt wird, wie lange wir schon auf See sind? Aber müssen wir vielleicht mal gleich ins Kriegstagebuch schauen. Würde mich nur deshalb interessieren, weil die Forschung von dem Zaunkönig, die dauert ja unendlich lange. Ich glaube 47, 48 Tage. So, da haben wir jetzt auch die Schraubengeräusche gerade schon gehabt, oder? Aber wo denn genau?
Kurs an. Noch keine genaue Peilung hier. Lärmquellen sind aus. Einmal kurz stoppen. Hydrophon, hallo? Herr Kaloy? Ach so, okay. Ach, hier drüben. Alles klar. Langsame Fahrt voraus. Und wir bleiben direkt getaucht. Einfach damit wir die nicht direkt wieder aus den Augen verlieren. Oder besser gesagt aus den Ohren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller. Große Fahrt voraus. Abfahrtkurs berechnen. Schon den Eindruck, dass die Kurs genommen haben auf die Versenkungsstelle. Hoffentlich sind das keine Kriegsschiffe. 2 bis 4, muss ich sagen, habe ich glaube ich bei Kriegsschiffen noch nicht erlebt. Das sind eher andere Zahlen, also irgendwie sowas um die 7. 5 bis 7 oder so. Diese Gruppen waren bislang immer Kriegsschiffe. 2 bis 4 waren eigentlich immer Frachter. Aber auch das kann sich natürlich ändern. So, wir müssen ein bisschen durchrotieren. Er wieder raus und er geht wieder rein. Schlechte Luftqualität, verdammt. Ventilation an. Legen Sie den Kurs an. Tja, was machen wir dann? Sollen wir das wirklich mit der Bordkanone machen? Ich meine, was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Bei den Sichtverhältnissen, wie soll ich denn da einen Kurs berechnen? Es geht halt einfach nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, Kontakt. Alarm! Auf Gefechtsstation! Das ist nochmal ein anderer Kontakt. Oder sind das die, die wir gerade... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Lagen wir da jetzt so dermaßen daneben mit der Position? Legen Sie den Kurs an. Boah! Also unser Horchmeister, der ist auch noch gar nicht in der Lage, Kurse zu berechnen. Ja, da ist er wahrscheinlich zu unerfahren für. Also ich habe den ja frisch an Bord erst genommen. Deshalb, weil ich ja den weiteren Offiziersplatz jetzt erst vor dieser Feindfahrt mit dazu nehmen konnte. Also der ist halt noch grün hinter den Ohren. Vielleicht kann das auch wirklich nur der andere. Vielleicht hat der noch nicht die Fähigkeit. Dann gehst du wieder bitte ans Hydrophon. Ihn legen wir schlafen. Er ist mittlerweile einigermaßen erholt. Kriegt noch Verstärkung. Genau, der kann nämlich. Torpedo ausrichten. Der kann das. Aber es dauert halt eine halbe Ewigkeit. Okay, ich setze ihm mal noch einen weiteren Seemann dazu. Wir können vielleicht ganz kurz hier mal bei seinen Fähigkeiten reinschauen. Aufgabenbereich nicht zugeteilt. Wieso? Funkoffizier. Gut, wir haben keine Punkte mehr. Und den habe ich auch schon auf gutes Gehör spezialisiert. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir hier hinkommen. Und ich glaube, es gibt auch nochmal einen Punkt, wo sie dann die Kurse schneller berechnen können, wenn mich hier alles täuscht. Ich würde halt einfach gerne mit einem Torpedo operieren. Herr Kaloy? 20% erst. Luftqualität wird auch schon wieder schlecht. Boah, ist das mühsam. Und wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, der Seegang hat auch schon wieder massiv zugenommen, kann das sein? Naja, schon ordentlich. Aber es hilft alles nichts. Ich glaube, dass wir die halt angreifen müssen. Also mit der Bordkanone, meine ich. Wenn die Munition noch reicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Weil bis wir da einen Kurs berechnet haben. Na gut, ich meine, jetzt sind wir dann langsam in dem Bereich, wo auch der... Kapitän? Kollege dann so langsam mitmachen kann. Torpedo ausrichten. Ja, wir könnten versuchen, einen halt mit einem Torpedo anzugreifen. Legen Sie den Kurs an. Scheiße. Die werden mich doch sowieso jeden Moment entdecken, oder? Na gut, den hätten wir gleich soweit. Dann können wir auf den auch noch gehen. Herr Kaloy.
Der ist jetzt auch schon bei 41. Torpedokurs berechnet. Aus der Entfernung schießen. Ich meine, ich habe es noch nie versucht. Ich habe es noch nicht versucht. Herr Kaloy? Ach, er rechnet auf den hier unten. Okay. Ja, wir versuchen da jetzt einfach mal ein bisschen was. Wenn es doch nur aufklaren würde. Das wäre jetzt ein Segen. Bisschen mehr Sichtweite. 700, 800 Meter, das wird schon reichen. Kapitän? Torpedo aus Torpedokurs. Torpedo ausrichten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Er ist halt jetzt auch schon wieder erschöpft. Den müssen wir sowieso gleich ersetzen. Ja, sollen wir es einfach mal riskieren, Kurs setzen. Da einen rauszuhauen. Herr Kaloy. Auf den hier. 94%. Mit dem hinteren Torpedorohr. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Komm, soll der Geiz. Da ist eh noch ein T2 drin, der muss weg. Und dann tauchen wir auf und machen den Rest mit der Bordkanone. Passt schon. Rohr 5 bewässert. Und los. 40 Sekunden bis Torpedo einschlägt. Und 20 Sekunden. Na, doch, direkt auftauchen. Komm, hoch da. Trifft der? Er ist halt brutal nah dran. Das ist das Problem. Oh, lala. Volltreffer. Der, würde ich mal sagen, der kam richtig aus dem Nichts. Damit hat an Bord keiner gerechnet. Die werden sich ziemlich sicher gefühlt haben da in ihrer Nebelsuppe. Hat ein bisschen Erfahrung dazu gewonnen. Sehr schön. Na schön, wie machen wir es denn? Erstmal den hier. Kommandante geht an die 8,8. Und Hagenau, ja, der braucht mal eine Pause jetzt. Hilft alles nichts. Und danach brauche ich ihn auch eigentlich wieder am Kartentisch. Weil, also gerade beim Nebel ist wahrscheinlich die Gefahr schon deutlich größer, jetzt auch die Position zu verlieren. Muss nicht unbedingt noch am Ende passieren. Oh, jetzt geht die Sichtweite halt auch richtig dick hoch. Klart das etwa auf oder ist das jetzt einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir über Wasser sind? Kann das sein? Kann sein. Zwei Seemänner dazu packen. So, das mit der höheren Sichtweite war aber auch blanke Theorie, sehe ich das richtig? Näher dran. Rohr 5 geladen. Boah, das hat dem aber nicht viel ausgemacht hier. Also hier hat er noch gar keinen roten Balken bekommen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Komm, hinterher. Schneller, schneller! So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wo ist er? Das kann nicht sein mit diesem scheiß Nebel, Leute. Es ist echt ganz schön nervig. Wir müssten doch schon... Also wir sind schon verdammt nah dran. Direkt hier Backbord voraus. Da ist er. Wie viel haben wir noch? Na gut, das müsste schon reichen, oder? 46. Alles abbrechend. Das sollte hoffentlich genügen. Scheiß Nebel. Ich kann mich nur wiederholen. Nervt richtig. Mann, 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 Mann. Ich meine, zur Not, selbst wenn die Munition ausgehen sollte, man kann ja
mit der Flak schon auch noch ein bisschen nachhelfen. Also es macht auf jeden Fall Schaden. So, der brennt auch schon. Und der kriegt langsam Schlagseite. Dann können wir uns gleich den anderen beiden widmen. Kontakt bedeutet, Rettungsboot ist zu Wasser gegangen. Wäre natürlich hilfreich, wenn der jetzt einfach eine ganze Weile vor sich hin fackeln würde. Dann sieht man hier einfach ein bisschen mehr. Ah, schwere Geburt mit dem Nebel. So, der säuft ab. Der nächste bitte. Next. Und ich glaube, der andere ahnt noch nichts. Der hat nichts mitbekommen scheinbar, oder? Der andere ist immer noch auf Kurs. Können wir ganz auf blöd auf den sogar noch mal rechnen hier. Mach sie fertig. Egal. Ach, der schießt jetzt auf den. Nein, das sollst du nicht. Legen Sie den Kurs. So. Direkt voraus und noch nicht zu erkennen. Da ist er. Da ist er ja. Sehr gut. Dann sehen wir zumindest ein bisschen was. 26 Schuss noch. Kleine Fahrt, hart Backbord. Der Seegang ist zumindest ein bisschen weniger geworden. Also es geht jetzt doch etwas angenehmer vonstatten. Sie gehen unter. So, der säuft ab. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Wo ist der andere? Die haben auch schon die Boote zu Wasser gelassen. Aber ich glaube, der Kommandant hat einfach weiter gefeuert, oder? Kann das sein? Oh, nur noch 10 Schuss. Wie kann ich denn dem verbieten, hier weiter zu ballern? Nein, eben genau das will ich nicht. Wie kann ich denn Feuer einstellen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich schicke den alten einfach wieder weg. Nimm den anderen. Dann passt das schon. So, Hagemann. Auf Brücke. Dann drehen wir hier einmal schön geschmeidig. Ich glaube, der ist aber eh schon. Ist der schon platt? Ich hab's fast. Boah, mit diesem Nebel, Leute, ich sag's euch, ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach scheiße. Wo ist denn der? Oder ist er schon abgesoffen? Der ist abgesoffen. 2 mal Käse, 17 mal Käse. Sollen wir das noch mitnehmen? Bei dem anderen bin ich mir aber gerade nicht so ganz sicher. Ist der auch schon... Der ist noch ein Stückchen weiter gefahren. Hier sieht man natürlich nicht allzu viel. Also der wird auch abgesoffen sein, oder? Ja gut, ich meine, das Proviant können wir uns jetzt auch sparen. Ich will sowieso auf Heimatkurs gehen. Wir fahren aber hier nochmal ein Stückchen hinterher. Der ist abgesoffen, der ist abgesoffen. Der hier wahrscheinlich auch. Kurs auf diese Koordinaten. Ja. Mit Sicherheit, oder? Oh, Moment mal, da fährt er ja noch. Ha, sieh mal einer an. Halbe Fahrt voraus und hinterher. Legen Sie den Kurs an. Dachte, er kann sich davon stehlen. Schön hier im Nebel davonschleichen. Aber nicht mit uns. Nicht mit dem Alten. Legen Sie den Kurs an. So, Moment mal. Gerade bitte einmal... Ach, wir fahren noch mit E-Motoren. Ja, das erklärt natürlich einiges. Auf Dieselmotoren wechseln.
Dann haben wir den gleich. So, da ist er. Herr Kaloy. Ah, genau. Mach deinen Job. Wir müssen noch ein bisschen näher dran. Ihr wisst ja, Sichtweite und so. War schon mal besser. So, das reicht hoffentlich. Kapitän? Sehr gut. So, die letzten 8 Schuss. Das sollte hoffentlich reichen, sonst haben wir noch 2-mal Leuchtspur und dann muss der Rest halt die Flache liegen. Wird auch irgendwie funktionieren. Und ein paar Treffer hat er vorhin schon kassiert. Also das sollte schon passen. Wir gehen auf kleine Fahrt. So, Kollege. Bin mal gespannt, wie viel Tonnage das jetzt war. Für die erste Feindfahrt nach einem langen Urlaub gar nicht so schlecht. Alle Missionsziele erfüllt. So, brennt. Munition ist gleich verballert. Jetzt wird er langsamer, oder? Verliert an Fahrt. Können wir auch mit unserer Geschwindigkeit runtergehen. Rettungsboote zum Wasser gelassen. Letzter Schuss. Panzerbrechend. Ach, gehen wir nochmal auf die Flak, oder? Benutze ich sowieso viel zu selten. Alle Maschinen, stopp. Und ab an die Jawohl, Flak. Herr Kaloy. Jawohl. Herr Kaloy. So, manueller Modus. Was haben wir hier? Panzerbrechend. Wir gehen unter. Ah, schade eigentlich fast. Feuer an Deck. Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Ach cool. Na schön. Zeit für einen Heimatkurs. Wir funken nochmal. Kurs setzen. Und wo sind wir denn eigentlich? Ab nach Hause, Männer. Das gibt auf jeden Fall, wie gehabt, für jeden eine halbe Flasche Bier. Gut, ich setze Kurs. Und falls nichts Gravierendes dazwischen kommt, sehen wir uns gleich zum Ende der Feindfahrt zur Belohnung wieder. Auf die Diesel können Sie verlassen, Herr Kaloy. Schon gut, Johann. Ja, wie es aussieht, haben wir Glück. Es ist ein bisschen aufgeklärt und mir sind gerade noch 2 Frachter vor die Rohre gefahren. Dann nehmen wir die abschließend natürlich auch noch mit und ich glaube, dann ist das mit der ganzen Tonnage auch einigermaßen zufriedenstellend. 2 Einzelfahrer. Hier hinten haben wir auch noch einen Sichtkontakt. Kleine Gruppe, also ich würde mal vermuten, dass da schon ein U-Boot dran ist. Wir setzen Kurs und gehen auch direkt auf Tauchstation. Und das wird natürlich, also mir bleibt da sowieso nichts anderes übrig. Wir müssen mit den Torpedos angreifen. Einmal auf Zero-Tiefe gehen. Einmal Dieselkompressor an. Dann, Hagenau hat jetzt den Kurs berechnet. Ist natürlich jetzt auch schon wieder total im Eimer. Der muss sich dringend mal schlafen legen. Die sind alle ziemlich im Eimer. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Zumindest Kapitän. Der Östermann, den schnappen wir uns gerade mal. Der kriegt jetzt noch einen Kaffee spendiert. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. So, Kaffee haben wir hier hinten eingelagert. Gluck, 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 gluck. 2-mal Kaffee auf Ex. Sehr gut. Wieder zurück. Zu Befehl. Auf dem Posten. Und abtauchen, bevor die uns erkennen können. Und wie gesagt, ich vermute mal, die sind bereits, werden bereits gejagt von dem deutschen U-Boot. Schauen wir mal. Zacken die? Ja, die zacken. Ja, das ist natürlich ungünstig. Aber auch nicht so tragisch. Also ich meine, die haben jetzt einen guten Winkel zu uns. Scheiße, ich muss ja Kurse berechnen. Nehmen wir den Hagenau vielleicht noch mit dazu. Sollte das dann nicht schneller gehen, wenn wir den Hagenau noch hier ans Beobachtungsperiskop packen. Er darf natürlich auch ein bisschen mithelfen. Ah, shit, da hätte ich jetzt früher dran denken müssen. Was haben wir denn für eine Distanz? Ungefähr, ja, schon unter einen Kilometer.
Ich versuche die trotzdem mit Torpedos anzugreifen, also relativ nah dran gehen. Ja, interessant. Die werden also tatsächlich gejagt. Ich komme zu nah dran, oder? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir uns in eine gute Position bringen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. So, Kurs, das sieht gut aus. Dann Torpedo rechnen wir jetzt auf den hier noch. Herr Kaloy. Torpedokurs berechnen. Hier müsste doch auch noch mitmachen können. 25, 30, 37, 41. Okay. Dann gehen wir hier in Schussposition. Alle Maschinen stopp und wir riskieren das jetzt einfach. Auch wenn die zacken. Ich riskiere das einfach. Jetzt wäre natürlich so ein Zaunkönig ideal. Torpedokurs berechnen. Torpedo ausrichten. Ja, hier hat man es gerade schon gesehen. Typ 7C U-Boot. Da hinten ist er. Der jagt die hier praktisch direkt vor unsere Mündungsklappen. So, welcher ist denn welcher? Das ist der hintere. Ich würde tatsächlich erst auf den hier schießen. Der ist schön nah dran und wir gehen noch ein Stückchen näher dran. Dadurch erhoffe ich mir einfach größere Trefferwahrscheinlichkeit, höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Noch näher dran. Halbe Fahrt. Jawohl. Okay, könnte klappen. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Rohr 1 bewässern. Rohr 1. Feuererlaubnis. 40 Sekunden bis Torpedo 1. So, dann schauen wir doch mal. Und falls der tatsächlich treffen sollte, dann versuche ich auch an den anderen noch direkt näher dran zu kommen. Torpedokurs berechnen. 30 Sekunden. So, schauen wir mal, ob das hier von Erfolg gekrönt ist. 20 Sekunden. Hat der schon Tiefgang? Ist der schon ein bisschen... Nee, oder? Das ist vielleicht einfach durch die Beladung, aber sieht jetzt nicht so aus, als hätte er sich schon was eingefangen. Ah, ausgezeichnet. Treffer mit Schiffs. Treffer mit Schiffs. Das ist ja schon ein kleines Wolfsrudelchen, was wir hier am Start haben. Schauen wir mal, ob es gereicht hat. Oder sollen wir gleich noch einen hinterher feuern? Ich meine, wir haben es. Was soll der Geiz? Und wir sind gerade echt in einer guten Schussposition. Sollen wir direkt noch einen hinterher feuern, oder? Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, machen wir, komm. Torpedo ausrichten. Heute sind wir ein bisschen spendabel. Rohr 2 bewässern. Bewässern. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, er fährt noch. Rohr 2 fertig. Er fährt noch, er fährt noch, er fährt noch. Sie gehen unter. Jetzt nicht mehr. Okay, Höhlenbruch, alles klar. Dann gehen wir jetzt auf den hier. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das nochmal wieder abbrechen hier. Torpedokurs berechnen. Empire Lola. Fährt seinem Schicksal entgegen. Schöne Perspektive. Ah, Turm bricht so ein bisschen durchs Wasser, aber ich meine, das ist jetzt auch schon egal. Gute Schussposition. Torpedo ausrichten. Feuer frei. Rohr 2 ist fertig. Rohr 2, los. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ja, der muss treffen. Alles andere wäre schon... 30 Sekunden. Sehr, sehr merkwürdig. So, der Aal. Wieso wird mir der Aal nicht angezeigt? Ich würde gerne hier praktisch in die Verfolgerkamera gehen. Egal. Dann nehmen wir 20 den. Sekunden. Lola brennt. Wird es dann gleich heißen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Na, habe ich nicht gesagt. Lola brennt. Gut. Auftauchen, ab nach Hause. Arbeit ist erledigt. Feuer an Deck.
Große Fahrt voraus. Anblasen und ab nach Hause. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und zwar auf direkten Weg. Ja, sieht ja schön, da hinten taucht unser U-Boot auf. Oh, das gibt auch noch mal ein paar nette Bildchen hier. Sehr schön. Ganz nach meinem Geschmack. Hm. Ich fürchte. Das habe ich nicht zu Ende gedacht. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen, oder? Bei der guten Lola. Sind wir hier jetzt nicht zu nah dran? Ach, komm, wir riskieren's. Letzten Aal. Torpedokurs berechnen. Na ja, wobei. Kurs setzen. Wir sind schon sehr nah dran. Aber er fährt noch. Kleine Fahrt voraus. Bisschen Abstand gewinnen lassen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jetzt läuft er ab, oder? Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt Sie ist er. Gehen unter. Das war's. Wunderbar. Ach, das ist jetzt hier die Kamera, die noch auf die Lola zentriert ist, deswegen. Ja, so sieht das dann aus hier aus der Perspektive des Gegners. Wenn es vorbei ist. Brutal. Na schön, jetzt aber ab nach Hause, Leute. Ab nach Hause. Das funken wir noch. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und dann ab in den wohlverdienten Feierabend bzw. Landurlaub. Und zurück in La Rochelle. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der ersten Feindfahrt nach so langer Pause. Man darf nicht vergessen, ich bin jetzt fast 4 Wochen raus gewesen mit Aufnehmen hier U-Boat. Schön Landurlaub gemacht, ausgedehnt und dafür war es echt okay. Bisschen Sightseeing, Madeira gesehen, die Kanarischen Inseln mal kurz begutachtet, Gibraltar haben wir mal vorbeigeschaut und doch auch zum Schluss raus noch ordentlich was versenkt. Also ich bin mal gespannt, wie viel Tonnage das jetzt insgesamt war. Ich habe gar nicht mehr nachgesehen im Kriegstagebuch. Wir werden es gleich erfahren, wenn wir hier unsere Belohnung einfahren. So, komm, Dock an. Sehr gut, ausgezeichnet. Wunderbar. Hätte durchaus mal ein bisschen brenzliger werden dürfen. Das hat so ein bisschen gefehlt, finde ich. Aber meine Güte, das kann man nicht erzwingen und... Wollen wir mal froh sein. Man darf auch nicht vergessen, was haben wir denn jetzt? Also 41 Juli, Ende Juli 41. Das wird natürlich alles noch ein bisschen unangenehmer werden, wenn sich der Feind ein bisschen besser aufgestellt hat. Also wollen wir die goldenen Zeiten mal noch ein bisschen genießen und Tonnage machen. Das wird sich sicherlich alles noch im Laufe der Zeit ein bisschen ändern. Boot ist mittlerweile gut ausgestattet hier mit Funkmessbeobachtungsgerät und natürlich dem verbesserten Scheißhaus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ehrlich gesagt. Werden wir gleich alles rausfinden und dann sehen wir auch, ob wir bei der... Können wir auf jeden Fall schon abschätzen, ob wir bei der nächsten Feindfahrt dann schon den Zaunkönig mit dabei haben. Schauen wir mal. Also, Klaus Schmidt, leitender Ingenieur. BDU ist wie üblich beeindruckt. Also, rück die Kohlen raus, Alter. Eisernes Kreuz, erste Klasse für Alfred Wächter. Dim. Klaus Hagenaus. Hagenau, deutsches Kreuz in Gold. Aber wir sahnen einiges ab, hier sehe ich. Hans-Jürgen Östermann, eisernes Kreuz 2. Klasse für eine Lebensrettung. Also, aber da ist noch ein bisschen Fortschritt. Dauert noch ein bisschen, bis wir dorthin kommen. Bei ihm genauso. Friedrich Grade, kritischer Wassereinbruch im Bug-Torpedoraum gestoppt. Sehr gut. Männer. Und der Kommandant bekommt sein Ritterkreuz verliehen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Dann, Tonnage interessiert mich. 52.000. Knapp 53.000. Also schon okay. 27 Tage auf See. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp 20 Tage, bis die Forschung abgeschlossen ist. Deswegen denke ich mal, wird sich das schon ausgehen bis zum nächsten Mal. Also wir machen ja auf jeden Fall wieder Landurlaub. Ich schicke die Besatzung wieder 14 Tage
in ein bayerisches Dorf, wie üblich. Die haben noch nichts anderes zu sehen bekommen während ihren Landaufenthalten. Immer bayerisches Dorf und so weiter. Aber das, da soll sich mal nicht beschweren. Okay, ein Liberty-Frachter war dabei mit 7000. Hier haben wir 2x 6000. Ja, geht schon. Durchwachsen gewesen, aber alles in allem nicht so schlecht. Gut, also ich denke mal... Und irgendeine andere Forschung werde ich in der Zwischenzeit auch noch anschmeißen. Allerdings wird da, glaube ich, nichts anderes mehr fertig werden, weil die Sachen, die ich jetzt aktuell zur Verfügung habe... Ah, da können wir jetzt gar nicht nachsehen, oder? Aber die waren halt alle noch weit entfernt. Die wir brauchen alle auf jeden Fall doppelt so lang wie üblich. Deswegen, aber ich meine, das passt schon. Wir haben jetzt eh schon relativ viel an Bord. Und beim nächsten Mal dann eben auch den Zaunkönig... Und schauen wir mal, wo die nächste Forschung dann hingehen wird. Ich tendiere dazu, die Batterien vielleicht nochmal zu verbessern auf Stufe 2. Das wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. Schnorchel werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, glaube ich. Weil ich finde, das ist echt so ein bisschen Luxus-Equipment. Das muss man nicht gleich direkt am Anfang haben. Also, gut, das soll es gewesen sein. Ich werde das gut und klar machen, meine Männer auf Landurlaub schicken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Danke fürs Zuschauen und wegtreten.